Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler und Freizeitstrategen da draußen, hier zurück in der Mine von Aliens Dark Descent. Wir versuchen uns gerade eben jetzt hier wieder aus dem Obergeschoss herauszuarbeiten. Da wurden wir nämlich jetzt ganz, ganz keck eingesperrt. Aber das hat dazu geführt, dass wir uns erstmal ganz, ganz kurz mal ausruhen konnten. Ich bin denen also jetzt nicht wirklich böse, dass sie das getan haben. Es dauert bloß gerade relativ lange, das jetzt hier zu öffnen. So, das haben wir es ja schon mal geschafft. Ich möchte mal gerade mal gucken, gibt es da hinten eigentlich noch irgendwas? Nee, da gibt es nichts. Okay. Das heißt also, wir können jetzt hier zum Erdgeschoss wieder runter, genau. Und dann soll ich irgendwas mit Kameras erreichen. Das wiederholt sich auf jeden Fall, wie wir merken, ne? Das ist so eine grundlegende Sache. Go check those cameras, Marines. I have a satellite. Ja, aber wie soll ich die Kameras checken? Ach, hier. Ach, ab jetzt kann ich das hier öffnen. Okay. Das können wir jetzt tun. Oh, geil. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Erstmal das Werkzeug hier mitnehmen. Da liegt auch noch was rum da drin. Cool. Come on, Team. Shit. Boah. Wie viel Ammo? Ganz im Ernst, ich habe 8 Ammo. Solange ich 8 Ammo habe, werde ich nicht mich hieran bedienen. Wer weiß, ob wir später hier nochmal zurückkommen werden. Dann gucken wir uns erstmal gerade eben mal das hier an. Das Datapad hier. Und wessen... nein. Das ist nicht das, was ich wollte. Entschuldigung. Bitte, bitte verlassen Sie die Map hier. Ich habe versehentlich M statt... Hä? Ich mache J und komme hier rein. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Double time. Okay, ich weiß nicht warum. Also das war jetzt Terminal Kommunikation Sergeant Hector Stone. Ich weiß nicht, warum ich da, also warum da jetzt bei dem Datapad keine Informationen aufgehen. Das ist mir ein Rätsel. Access granted. So, jetzt haben wir die auf jeden Fall die Kameras erstmal. Was haben wir denn hier? We've already been here. Next camera, please. Aber hier gibt's etwas. Ah, Medipacks. Es gibt nicht so viele Kameras. Wow. Using a security pass. Must be one of those guardians. Let's pay him a visit. Okay, da müssen wir also hin. We didn't come here to enjoy the view, so move. A synthetic. If we can repair it, he'd be useful in the Itago. Ah, ein Synthet, okay. Aber warte mal, es gibt ja auch noch andere Stockwerke. Na, erster Stock. Da gibt's aber keine Kamera. Untergeschoss. Da gibt's. LOL. Ahem. Scheint größer zu sein als ursprünglich gedacht. Ach, und jetzt kann ich hier auch raus. Okay, das ist nett von euch. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich auch die Dinger da drüben mir näher anschauen, oder? Weil, ganz im Ernst, da will ich jetzt auf jeden Fall auch hin. Wir verlegen unseren Trupp mal gerade eben. Bitte nicht verklicken. So, Trupp verlegen. Wieder dahin. Ich werde doch da nicht zu Fuß hinlaufen, wenn ich es nicht muss. Wir spielen hier schließlich Amerikaner. Ich finde es halt echt lustig, ne? Ein ähnliches Fahrzeug wie dieses hier kommt zum Beispiel in Alien 2 vor, also Alien die Rückkehr. Das ist durchaus zu erkennen. Schön weggebrezelt. Ja, wir können es hier tatsächlich. Move on. They're heading our way. Move, move. Was kommt denn da jetzt schon wieder? Ist das ein Mensch oder ist das ein Alien? Drone spotted.
Es ist eine Drohne, okay, natürlich. Move on! Ach Gott, es geht trotzdem nicht. Ah, Mist. Hurry up, Squad! Ja, gut, dann wissen wir, dass wir jetzt hier nicht bleiben müssen. Dann kann ich den Trupp nochmal hin verlegen. Und zwar dann doch wieder dahin. Ich dachte, es wäre halt gegangen, weil da so ein Häkchen ist. Warte mal, hier sieht es doch so aus, als ob es gehen müsste. Ach nee, der ist wieder auf der falschen Seite. Ja, sorry Leute, ich habe das irgendwie falsch in Erinnerung gehabt. Also, wir fahren dann doch wieder da drüben hin. Leider völlig umsonst hierher gegangen. Naja, irgendwas ist immer. Perhaps we should get moving. Da hat sie es ausgedroht. Ich würde mir wünschen, ich könnte währenddessen das Ding fährt auf die Map gucken. Das würde mein Leben sehr erleichtern. Zum Beispiel schon mal den nächsten Schritt planen oder sowas. Erst jetzt geht's hier nämlich wieder. Na, ihr seht, hier gibt es nämlich noch ein Werkzeug und wir haben sehr wenig Werkzeuge. Wir werden uns dieses Werkzeug hier schnell mal holen. Beziehungsweise jetzt auch nochmal ein Medipack. Also das Medipack und das Werkzeug möchte ich mir ganz, ganz schnell hier noch geholt haben. Copy. Let's see what's inside. Ja, und ich werde es garantiert nicht jetzt hier mit einem Einzelnen darüber rennen. Das wäre ein bisschen gefährlich. Double time. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Werkzeug übersehen hatte. Ich habe es bestimmt nicht für schlechte Zeiten dort gelassen. Shit. It's coming to us. Let's see what's inside. Come on, team. Okay, so. Hurry up, you slugs! Dann rennt ihr jetzt schon mal darüber. Das ist auch nochmal ein Medipack. Ansonsten ist hier nicht so viel. Okay. Dann gehen wir diesen Gang entlang. Und das hier werden wir irgendwann sicherlich auch öffnen können. Also ich finde schon krass, wie groß die Anlagen hier sind. Move on! Ich war ja am Anfang echt überrascht, wie lang ich in den ersten Missionen drin hing. Oder in der ersten Mission. Shit. It's coming to us. Double time! Move! Move! Da liegt gar nichts. Da laufen zwei, die sind so schnell. Ich schätze mal, das sind Aliens. Das wird auch ein Alien sein. Move on! Ich glaube, das sind alles Aliens. More signals incoming. Nee, das sind Menschen. Double time. Ich bin überrascht. Safe position taken. Das sind alles Menschen hier gerade eben. Okay, krass. Die Frage ist, muss ich die alle umnieten oder kann ich an denen vorbeischleichen? Das ist doch garantiert ein Alien, was hier irgendwie in der Wand steckt, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Also ihr lauft... Die laufen jetzt halt hier immer so im Kreis. Come on, team. Light him up! Okay. Tango down. Der Drops hat sich gerade eben verabschiedet gehabt. In the name of Marlo, hunt them down. Come on, team. Ja, euer Marlo hat da jetzt nicht mehr so viel gemacht. Leider haben wir wieder Schaden genommen. Also das Schießen der Gegner ist echt ein Problem. Da liegt noch Muni rum. Die nehme ich jetzt mal glatt mit, weil wir werden demnächst nachladen. Das hier ist so eine Munition, die würde ich garantiert vergessen. Come on, team. Hurry up, you slugs! Ich gehe mal hier hin. Das ist erstmal meine Hauptaufgabe. Wir folgen der Hauptaufgabe. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch schaffen können, ohne sie zu killen, einfach hier rüber, aber... Ach ja! Tipp, 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 tipp. Aha.
Wow. Warhammer 40.000, bist du's? Ach du Scheiße. Garantiert ein Boss. Was? Die lassen den in Ruhe? There's something around. Okay. Suppress the fire. Ich hätte mir gerade sehr gewünscht, ich hätte früher Pause gemacht. Light him up. Den haben wir. Okay, jetzt kann doch wohl nicht wahr sein, dass das Vieh nicht stirbt. So, kann ich jetzt das Ding hier aufstellen? Dankeschön. Leute, könnt ihr mal. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier zielführend ist. Wenn mal davor kommt. So, sauf eine Granate rein. Wow. Elevator you mentioned earlier? Sure. If it was built by the Wayland Yutani, it should. Right. Let's head for that elevator then. Time to reach that basement. Das war schon krank grad. We found the prisoner, Sergeant. Good. Ask all the questions. We need more intel. Relax, guys. We're USCM. You're all safe, but I need to know what happened here. I think they're called the Darin era. Lunatics. They asked about our genes. We got separated, my family. They took them to their temple, oh God. I hope they're okay. You need to help them, please. Easy, easy. How about you? Why do they keep you here? I don't know. They took our blood and locked us in here. Told us we'll be lucky enough to meet Cassandra. Be part of her great project. Wait, what did he just say? Pretty sure I heard Cassandra, Chief. Huh, old school name. I hope she made her parents pay for it. Keep your trap shut, Huntslet. Marines, get these civilians back to the ARC now. Naja, das kriegen wir hin. Oh Gott, was gibt's denn hier alles? Es gibt ja auf jeden Fall noch ein weiteres Medipack. Eine große Kiste, die werden wir uns jetzt gleich mal schnappen. Die Muni, ja komm, die holen wir uns auch mal ganz, ganz schnell. Und wir sollten jemanden heilen. Dann nehmen wir das hier. Ja, dann nehmen wir alles mit. Ganz im Ernst. Wir nehmen hier einfach alles mit. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier nochmal reinkomme. Also, du wirst jetzt hier geheilt. Dann holen wir. Ah, nee, das kann ich in der Zeit natürlich nicht holen. Ich kann denen aber gar nicht sagen. Ach nee, die haben sich jetzt automatisch angeschlossen. Okay, also ich muss denen nicht mehr sagen. Verdammt nochmal, wenn ihr leben wollt, lauft mit. Sie laufen von alleine mit. Okay, das finde ich eigentlich schon mal ganz, ganz gut. Double time. Ansonsten schauen wir natürlich trotzdem nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Nein, hier scheint wirklich absolut nichts mehr zu sein. Na dann, nehmen wir mal unser kleines Geschütz mit. Packing Sentry Gun. Sentry Pack. So, entsperren. Double time. Eigentlich müsste ich jetzt erstmal eine Weile warten, bis die Befehlspunkte sich hier regeneriert haben. Access granted. Okay, rennet mit mir, wenn ihr leben wollt. Rennet. Was ist eigentlich das hier? Hurry up, Squad. Gucken kurz mal rein.
Ja, da können wir später nochmal vorbeikommen. Hurry up, Squad. Oh, geil, endlich. Endlich Werkzeug. Hier kann ich gar nicht durch. Ich hätte gar nicht anders laufen können. Come on, Team. Ich dachte, ich hätte hier laufen können, aber ich kann es nicht. Das Ding ist gesperrt. Also ich lasse absichtlich die Muni hier liegen, ne? Ich habe 9 Munition, ich brauche nicht mehr momentan. Move on. Hurry up, you slugs. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir die Leute jetzt erstmal hier rauskriegen. Das ist nochmal ein weiterer Arzt, ein weiterer Konstrukteur, ey. Ohne Witz, das ist super Luxus. Dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dup. So. Überlebende herausholen. Das war wichtig. Come on, Team. Jetzt erreiche den Aufzug. Das ist jetzt halt hier. Sie wollen also noch gar nicht, dass ich in diese Richtung gehe. Na gut. Dann werden wir. Will ich das mit dem Auto machen? Das Auto ist halt hier weiter weg als hier. Ja, komm, wir verlegen uns da komplett in diese Richtung. Trupp verlegen. Ich finde es halt doof, dass die Karre nicht hier parken kann. Das wäre halt der strategische Move. Aber der bleibt uns wohl leider verwehrt. Man kriegt halt nicht alles im Leben. Schon gar nicht kostenlos. Genau, da will ich hin. LOL. Die Karre steht aber auch wunderbar so, dass sie mir nicht garantiert hilft, ne? Double time. Ja, natürlich. Ja, das wird es Ärger geben, ich sag's euch. Also. Come on, Team. Mhm. Warum kann ich das nicht wegmachen mit einem X? Quiet. It didn't see us. Come on, Team. Hurry up, Squad. Ich kann das gerade nicht abbrechen. Ich weiß nicht warum. Das ist nicht das, was ich gerade eben gut finde. On my way. Also diesen Bug habe ich vorher noch nie gesehen. Jetzt, okay, hör doch auf. Access granted. Dann mal rein hier in die gute Stube. Move, move. Das ist ja nochmal so ein Dude. Das ist ja nochmal so einer. Grenade! Der hat jetzt schon die Nase voll. Sehr gut. Come on, Team. Gibt's hier noch irgendwas? Move, move. Scheinbar nicht. Es war schön, dass da explosive Fässer rumgestanden haben. Das hilft natürlich massiv weiter. Hurry up, Squad. Das hier muss ich aufschweißen, aber ich guck erstmal hier rein. Was auch immer das hier ist. Also ich muss jetzt hier auf jeden Fall weiter. Ich muss das aufschweißen. Das ist garantiert eine ganz großartige Idee, das Ding aufzuschweißen. Wir haben auf jeden Fall Level-Ups, Leute. Theoretisch könnten wir sagen, wir haben eigentlich genug erreicht mit dem Team. Auf der anderen Seite könnten wir aber auch einfach noch versuchen, weiter zu pushen, ne? Zumindest diesen Teil noch. Open up, Sesame. Door open. Das ist ja begrenzt von der Größe her hier. Hurry up, you slugs! On it. Let's see what's inside. Wir schnappen uns ganz schnell ein, zwei Dinge. Ach, über den Fahrstuhl. Jetzt checken wir erstmal. Wir checken jetzt erstmal diese Ebene. Wir machen diese Ebene hier schnell fertig, ne? Move on. Ich will jetzt endlich das hier knacken können. Für den schnelleren Zugriff, dann komme ich auch schneller zur Karre. More signatures spotted. Access granted. Die Munition lassen wir hier. Hurry up,
Squad. Was ist das hier? Das ist eine Dusche, in der sehr tote Menschen liegen. Wobei eigentlich nur eine. Move on. Hurry up, you slug. Eins, zwei. Let's see what's inside. Einer knackt das hier noch schnell. Und möglicherweise gibt es hier auch noch was, aber ich bin mir nicht sicher. Immerhin noch mal ein paar Mats hier gekriegt. Access granted. Come on, team. Okay. Move, move. Wow. So verbergen sie also ihre Verbrechen, sage ich jetzt mal, ne? Jetzt haben wir, glaube ich, alles hier. Fast. Ich weiß nicht, was das hier ist. There's something around. Bin mir nicht sicher. Egal, so wie wir nochmal ein weiterer. Na komm, wir können jetzt auch wieder hochgehen. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass es hochgeht. Ich glaube, es wird runtergehen. Move on! Ich habe so das miese Gefühl, dass es hier runtergeht. Da liegt noch Munition rum, aber die lasse ich absichtlich wieder mal liegen. Stay alert, Marines. We don't know what we'll find in that basement. Tja, wer weiß. Also, nimm den Aufzug ins Untergeschoss. Yay. Wir können ja mal reingucken. Im Zweifelsfall kehren wir wieder um und kommen dann mit einer frischen Truppe wieder. Ich meine, die sind jetzt schon ganz schön angeschlagen, ne? Double time. Look at that. These guys are nuts. Guess we found that poor guy's family after all. Is there a girl in there? Anything more specific while we're at it, Sarge? She'd be in her teenage years, blue eyes, and a nose like mine. Oh man. Oh man. Keine Ahnung, was das hier für ein Zeichen ist. Untersuche den Raum. Come on, team. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht gleich auf irgendetwas stoße. Oh nein. Hä? Usually they don't do that. Focus, Marines. That critter's different, but no less dangerous. Find these containers before it finds us. Finde einen Weg, die Container zu erreichen. Welche Container meinen Sie, Sir? Und warum sieht der mich nicht? Der greift mich nicht an. Ist das eine gute Idee, den zu attackieren? Ich sag ja. Suppress the fire! Ich sag, das ist eine ganz gute Idee. Grenade! Let's rock! Kill that bastard! Dem ist scheinbar move alles egal. Move, move! Hä? Was ist das für ein seltsames Alien? Come on, team. Move, move! Okay, ich sammle erstmal ein, ne? Also wenn er mich lässt, dann mache ich das kurz mal. Right now. Let's see, er hat nicht mal reagiert, als ich auf ihn geschossen habe. Kurios. Da liegt noch ein Datapad. Vielleicht erfahren wir es um, ja. Hey, I found something. Looks like a datapad. Okay, hier bekommen wir wenigstens die Information. Also, ein Logbuch von Malcolm Haynes. Persönliches Tagebuch. Ich habe den himmlischen Aufgestiegenen gesehen, den Marlow in Subebene 3 hält. Verdammt riesig. Pure Kraft. Wie ein mythologisches Wesen. Ich muss zugeben, ich konnte diesem ganzen Darwin-Ära-Schwachsinn nicht so recht glauben. Eigentlich wollte ich mich nach dem Aufstand in Sherman Ports und den vielen Festnahmen nur verstecken. Woslow sagte, dass meine Fähigkeiten hier gebraucht werden und so konnten wir uns gegenseitig helfen. Ihr ganzes Gelaber über den Aufstieg und die Xenosynthese war mir ziemlich egal. Hauptsache, ich habe zu essen. Aber jetzt sehe ich das anders. Wenn ich tatsächlich als ein solches Wesen wiedergeboren werden könnte, ha, dann bin ich dabei. Dann könnte ich es einigen, die es verdient hätten, mal so richtig zeigen.
Sheriff Faraday würde meine Rache als erstes zu spüren bekommen. Oh Gott, ja, ja, wir sehen schon. Ihr werdet eure Macht natürlich nur fürs Gute einsetzen. Mhm. Das, was ihr als das Gute oder Gerechte anseht. Also das Vieh ist auf jeden Fall völlig desinteressiert weggelaufen. Und ich habe kein gutes Gefühl dabei, ihm jetzt hier zu folgen. Da ist nochmal ein Datapad. Keine Ahnung, auf der anderen Seite von dem, was ich nicht öffnen kann, ist irgendetwas. Wahrscheinlich ist er es. So, jetzt geht's hier weiter. Nochmal mehr Elder Contains. Die Zeit der Rache ist gekommen. Präfekt Voslo sagt, dass eine Gruppe Söldner von Weyland-Yutani bereit ist, hier alles kurz und klein zu schlagen. Ich glaube, das sind wir. Genau wie damals 77 um den Colonel Marines. Mit den Colonel Marines. Aber das hier ist nicht 77. Dieses Mal sind wir im Vorteil. Und es sind wir, die diese Falle stellen. Diese Konzernlakaien haben keine Chance. Und das Beste daran, ich werde keine Träne um sie weinen. Ich habe in Berkeley Stock viele Freunde verloren. Ich hoffe nur, dass Marlowe seinen Kreaturen nicht den ganzen Spaß lässt. Okay. Also sie sind definitiv auf Mord aus. Jegliches bisschen. They probably use those rails to move the containers around. We follow them, we find the crates. Move on. Jedes bisschen Mitleid, was wir vielleicht gehabt haben, ist jetzt. Drone spotted. Quiet. It didn't see us. Das ist jetzt wieder eine normale Drohne. Und jetzt muss ich in die Richtung weiter, aber ich muss auf jeden Fall hier durch. Ja, das ist jetzt halt der unangenehme Part, ne? Also komm, wir zeigen der Drohne, was wir davon halten. Kommen da jetzt noch mehr? Ich warte mal ganz, ganz kurz. Denn offiziell werde ich jetzt gejagt. Die Frage ist... Oh Gott. Doch, sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Take a breather. Watch that stress, Squad. Solange du halt gejagt wirst, geht halt der Stress endlos nach oben. Ne? Das ist halt echt ungünstig. Let's do what we came for and get the hell out of here. Hurry up, you slugs. Ich glaube tatsächlich, dass es sinnlos ist, jetzt hier gerade eben zu warten. Move on. Praetorian on the way. Shit, man, I don't like that. Double time. Hurry up, you slugs. Okay, hier kann ich theoretisch was zumachen. Hier nehme ich nochmal ein Datapad mit. Ach, kann ich nicht plündern? Ja, aber das hier kann ich mitnehmen. On my way. Oh, oh. Hey, I found something. Looks like a datapad. Shh, listen. Shit. Ich sehe schon, dass das einer von diesen Räumen ist. Oh, scheiße. Ich will nur kurz reingucken. Ich wollte nur kurz reingucken. Was ist das? Oh Gott, das war so ein Fehler. So ein Fehler. Scheibenkleister! Shit, I'm out! Come and get it, I'm ready! Great! That's just great! Come on, team! It's a drone! Hurry up, squad! Incoming! Runner, kill it! Changing man! Shit, 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 shit! I don't like this sound at all. Come on, team. Let's rock. Nein, nein, nein. Tango down. Damn, that hurt. Double time. Move, move. I really love this gun.
shit. Oh, shit. Komme ich überhaupt noch lebendig raus? Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ah! Der backt ein bisschen. Das ist ein ganz komischer. Check your vitals, Move on. Zieht euch hier ein bisschen zurück. Hurry up, you slugs. Wenn wir eine Chance haben wollen. Incoming. Okay. In diese Richtung ausrichten. Suppress the fire. It's a drone. Yeah. Don't mess with ja, und was für eine? Watch out. Let's rock. Something's not right. Boah, den haben wir down. Jetzt kommt noch der gewaltige Ansturm, aber ich glaube nicht, dass sie die Feuerkraft haben, das zu überstehen. Boah, ey, ich... Good job, hier, squad. That was the last of them. Wie viel Pech kann man haben? They're heading our way. Hurry up, you slugs. Guys, let's get the fuck out of here. Wo ist denn der letzte Marine? Der liegt hier noch rum. Dem fehlt ein Arm? Affirmative. They're heading our way. Tango, straight ahead. Runner, get it. Hang in there, man. Okay, wir versuchen jetzt abzuhauen, ne? Da machen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Vielleicht schaffen wir es hier noch raus. Vielleicht auch nicht. Heilige Scheiße. Ich hätte abbrechen sollen, als ich es noch konnte. Ich sag's euch. Ich hätte abbrechen sollen. More signals incoming. Das war so unnötig. Es war einfach so unnötig. Erzählt mir jetzt nicht, dass jetzt hier plötzlich eine Tür offen ist, die vorher nicht offen war. They're heading our way. Also immerhin haben sie mich jetzt hier nicht mehr gefunden. Holy shit, Leute. Ich muss halt bis hier kommen, ne? Also, bin gespannt, was der abgetrennte Arm bedeutet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.